Hallo zum 9. Tag meines Meditations-Adventskalenders. Heute geht es um das Thema Atmung. Die Atmung ist etwas, was immer bei uns ist. Und durch meine Ausbildung zum Oxygen Advantage Trainer durfte ich nochmal genauer kennenlernen, wie wichtig auch ist, dass man korrekt atmet. Gerade im Jahr 2020 aufgrund des Masketragens haben ja viele realisiert, dass das nicht ganz unproblematisch ist. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich persönlich das Tragen der Maske als gar nicht anstrengend empfinde. Aber das ist ein anderes Thema. Sollten Sie, und das wäre jetzt die klassische Atemmeditation, Ihre Meditationshaltung eingenommen haben, so können Sie die Augen schließen oder Augen geöffnet halten. Das überlasse ich tatsächlich ganz Ihnen, was Ihnen lieber ist. Vielleicht in dem Fall für die Atemmeditation finde ich es immer ganz angenehm, die Augen zu schließen. Und was Sie dann einfach machen ist, Sie versuchen einfach mal das Atmen zu zählen. Wichtig dabei ist, versuchen Sie nicht den Atem selbst zu beeinflussen, sondern einfach nur den Einatmen zu zählen. Nicht den Ausatmen, nur den Einatmen. Immer wenn Sie einatmen, fangen Sie an mit 1. Das wäre jetzt der zweite, der dritte und so weiter. Und Sie versuchen bis 10 zu kommen. Wenn Sie bei 10 angekommen sind, dann fangen Sie an wieder rückwärts zu zählen. 9, 8, 7 und so weiter. Und immer wenn Sie merken, dass Sie mit Ihren Gedanken abschweifen, so ist das Spiel leider, müssen Sie wieder bei 1 anfangen. Und Ziel wäre es im Grunde, in diesen 10 Minuten natürlich möglichst gar nicht an irgendwas anderes zu denken, sondern nur den Atem zu zählen. Aber in der Regel klappt das natürlich nicht. Ich selbst bin am Anfang froh gewesen, wenn ich überhaupt bis 3 gekommen bin. Insofern geben Sie nicht auf, bleiben Sie dran und immer wenn Ihnen vor allem die Gedanken zu viel werden, konzentrieren Sie sich wieder auf den Atem. Seien Sie nicht ärgerlich auf sich selbst, dass Sie es vielleicht nicht geschafft haben. Darum geht es hier gar nicht in der Meditation. Es geht darum, sich so anzunehmen, wie man ist und einfach in dem Fall weiter den Atem beim Einatmen zu zählen. Und genau das praktizieren wir jetzt in der nächsten 10-minütigen Meditation.